Hallo und herzlich willkommen zurück zu Katamari Damacy Reworld. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play das Kaninchen. Und jetzt nach so vielen Sternbildern, die wir aufgerollt haben, wird es mal wieder Zeit für ein vernünftiges Level, in dem es nicht um irgendwelche konfusen Sachen geht, sondern er kann ganz klar einfach nur ums Aufrollen. Hoffe ich mal, was? Das könnte polnisch oder tschechisch sein. Warst du schon mal in Polen? Ja, ich bin so gut. Wir reisen oft dorthin. Hoffentlich kannst du uns besuchen, während du rumrollst, wenn es möglich ist. Ach, fast hätten wir es vergessen. Oh ja, ein königliches Geschenk für den hartarbeitenden Prinzen. Genau das dachten wir, während wir den Hund ausführten. Ich konnte nicht anders, als es zur Erde zu werfen. Logisch. Völlig logisch. Das denke ich mir auch immer. Wenn ich so ein Geschenk habe für meine Kaninchendame oder für irgendwie, denke ich mir auch so, boah, so ein geiles Geschenk. Rauswerfen. Wir haben wohl zu viel von dem Hund erwartet. Er hat es jedenfalls nicht wiedergebracht. Es muss irgendwo da unten sein. Ja, toll. Ich muss jetzt besser sein als ein Hund, oder was? Ich meine, gut, Kaninchen sind besser als ein Hund. Warum? Heute wirst du um die Welt rollen. Der Katamari sollte vielleicht 6 Meter umschließen. Wow. Bananenbar. Na? Nö! Wir folgen dem Pfad der Bananen. Ich meine, es wäre cooler, wenn es ein Pfad der Möhren wäre. Vorsichtig, mein Freund. Vorsichtig. Aber auch Bananen sind okay. Auch Bananen sind leckeres. Hallo? Süß, dass unser Prinz Taucherbrille auf hat. Weil er unter Wasser war. Das ist schon süß. Ganz andere Musik. Zu viel Obst? Oh, Kuh! Ist kein Obst. Noch nicht. Aber bald bist du Obst. Bald bestehst du nur noch aus Obst, du Kuh. Aua. Der Pinguin kann hier nicht einrollen. Aber auch dich kann ich bald einrollen. Da war eine Axt. Wir werden jetzt zum Axtmörder. Geh mal hoch in die Stadt. Und rollen mal ein bisschen in der Stadt auf. Bin schon mal 1 Meter. Na toll. Wir waren mal bei 1 Meter, jetzt sind wir natürlich wieder bei weniger. So, da sind kleine Tomatenpflanzen. Ackerwind. Na gut, keine Tomatenpflanzen. So viel Essen. Er hat denn das ganze Essen hier verstreut? Oh mein Gott. Nein! So viel verloren durch den... Das ist das, was ich meine. Diese Pfade mit bestimmten Sachen, die einfach genau richtig groß sind. Hier, warte. Oh, da. Zu den Hühnern! Hühners! Gib mir die Hühners! Ah, Bärenstatue. Und jetzt darf ich sie ja einrollen, ohne dass ich so... Okay, gib mir die Hirschköpfe. Ist okay. Gib mir die Hirschköpfe. Da ist schon wieder jemand mit Düsenantrieb. Oh, kann ich die einrollen? Yay! Bald kann ich auch das Düsenmobil hier einsammeln. Wie auch immer du den Stein halten konntest. Aber du bist schon scheinbar ein sehr, sehr starker Dude. Pinguine! Pinguine! Ich habe ganz vergessen, ich soll einfach nur größer einrollen. Okay, ich habe gerade kurz Panik bekommen, dass ich gar nicht darauf achte, was ich einrolle, sondern dass ich einfach nur einrolle. Aber muss ich ja! Das ist ja genau mein Plan! Alle zu mir! Ich hätte noch hoch in die Schule gekonnt. Aber das mache ich lieber, wenn ich so groß bin, dass ich die Leute direkt aufrollen kann und nicht noch erst sie umstoßen muss, wie das, wie ich jetzt gerade mache. Gib mir mal die Kinder mit Schwimmringen. So. Dann
Würde ich sagen, rollen wir mal ganz kurz hier hoch. Oh, wir können da nicht hochrollen. Noch nicht. Aber jetzt können wir hier die Pinguine zum Beispiel reinrollen. Statue. Meerjungfrau! Ist hier noch was? Das sind Fische. Sehr gut. Jetzt sind wir groß genug, um Leute aufzurollen. In einem Schritt. Bedeutet, wir können in die Schule gehen. Denn das ist der einzige Moment, wo man in die Schule gehen sollte, wenn man Leute aufrollen kann. Wenn man groß genug ist, um Leute aufzurollen, dann sollte man in die Schule gehen. Pinguin! Oh, warte. Das will ich noch ganz kurz haben. Das sieht richtig viel nach Platz aus. Nach Größe aus. Die kann ich doch nicht einrollen. Da sind wieder ganz viele Polizisten. Lass mich hier rüber. So. Kinder. Dein Katamari ist 15 mal so groß wie ein Verkaufsautomat. Trotzdem nur ein Baby. What? Hier gibt es einen Durchgang. Gib mir erstmal noch die Kinder hier. Und die Statuen. Warum hat der Direktor so viele Statuen? Ich meine, vielleicht ist es einfach ein sehr guter Direktor. Der hat das verdient einfach. Das will ich mir jetzt nicht abstreiten. Absprechen. Wir haben auch noch nicht das Geschenk gefunden, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Das neue Gebiet. Geschenke kann ich später immer noch suchen. Vielleicht finden wir es auch hier oben. Bei den Kühen zum Beispiel. Noch kann ich die Autos nicht einräumen, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich meine, irgendwo bei einem Hund hieß es ja, ne? Ich mein, oder ein Hund hörte ihn. Wollte es eigentlich holen, aber hat es nicht geschafft. Schießt du schon wieder? Komm zu mir. Boah. Wie groß wir sind! Wie groß wir schon sind! Guck mal, wie groß wir sind! Hast du schon mal so einen großen Katamari gesehen? Nep. Sammeln wir mal hier kurz die Ringe ein, damit das hier mit dem komischen Kampfsport aufhört. Schon wieder eine Tankstelle. Oh, warte mal, was ist das da? Was ist das da? Okay. Hör auf mich zu schießen. Ich bin kein Böser. Gut, ich möchte den Sternenhimmel an wieder befüllen. Nicht schon das Auto einrollen? Nein. Was ist mit euch beiden hier nicht in Ordnung? Das haben wir gleich geschafft, unsere 6 Meter zu erreichen. Aber wir haben immer noch nicht den Ort unseres Geschenkes entdeckt. Und nicht mal ansatzweise irgendwas entdeckt, was da nach dem Geschenk aussehen könnte. Oh, der Löwenkopf bewegt sich? Interessant. Aua. Halt, warte mal, Auto. Hör mal ganz kurz auf. Ich habe da noch einen Ort gesehen, den ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und zwar hier hoch. Hier passieren ganz komische Dinge. Hier reiten Leute auf Kühen. Das ist kein guter Ort. Der muss... Und auf Autos. Hier reiten Leute auf Autos. Punks. Verspielte Punks auf Autos und Kühen. Yeah, ist okay. Wenn es komische Orte in diesem Spiel gibt, dann haben wir ihn jetzt gefunden. Ansonsten war bisher ja alles ganz normal. Da hinten auf den Pilzen könnte noch was sein, ne? Oder oben auf dem Haus. Hast du das gesehen? Da oben auf dem Haus war irgendwie auch nochmal Leute.
Die sind 6 Meter groß. Ah, was für ein bezaubernder Katamari. Alles ist so sanft und glänzt. Jetzt bist du schon so weit gekommen. 24 mal so groß wie irgendwas, was ich nicht lesen konnte. Mehr Jungfrauen, kommt zu mir. Ich wollte eigentlich auch noch die Fische, aber okay. Die tun Fische. Die tun nämlich auch was für ihr Geld. Verdammt dich! Hallo Elefant. Kann ich die Bäume schon aufräumen? Bin ich für die Bäume schon groß genug? Noch nicht ganz, aber für das, was da drin ist, kann ich. Dann gucken wir mal jetzt hier hoch diesen Pfad, diesen Zauberpfad. Hier sind noch mehr Kühe. Vielleicht hat der Prinz, der König des Universums das auch missverstanden und dachte, es sind Hunde, aber da waren es Kühe, deswegen haben sie das nicht zurückgebracht. Das Geschenk. Okay, offensichtlich nicht. Hier ist noch weitere Kühe. Was sehe ich noch? Sehe ich noch irgendwas, wo ich ganz gut einrollen kann? Da hinten komme ich nicht so einfach hin. Dann gucken wir mal, wo es... Ach, es geht direkt hier in die Farm. Okay. Gott, 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 Gott. Was passiert da hinten? Wieso rollen da... Wieso... Warum frage ich eigentlich? Warum frage ich in diesem Spiel eigentlich, was hier passiert? Wirklich. Lässt er mich durch? Dann kann ich mich aufrollen. So, dann räumen wir jetzt noch mal ein bisschen umher und sammeln wir noch ein bisschen hier weitere Sachen ein. Die Bojen. Nämlich auch nur noch 2 Minuten. Und wir haben noch nicht mal ansatzweise irgendwas entdeckt, was Geschenk heißt. Oh, das könnte doch hier drinnen sein, oder? Das Geschenk? Mal auf dagegen zu rollen. Roll mal ganz entspannt dagegen. Damit du nämlich dann auch darüber chargen. Also, okay, er möchte nicht drüber. Weil das mit dem drüberrollen geht ja, wenn man langsam anrollt. Dann kann man ja über Objekte auch drüber, also über Wände auch drüber rollen. So wie... Na gut, ich dachte, wie wir es jetzt gerade sehen, aber so wie hier. Au! Au! Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das war ein ganz schlechter Roller. Ja, das war jetzt erst recht schlecht. Hallo, Hasenmann. Versteckst du dich da, du Hasenmann? Komm her! Okay, wir haben den Hasenmann nicht bekommen. Schade, schade. Na gut, das war schlecht, nur 9 Meter. Das hätte besser laufen können. Der Hund braucht seinen Auslauf, wir sind wieder im Weltraum. Ja, das war nicht gut. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo das war. Die schiere Größe davon wurde zu Tränen. Wir sind so überaus glücklich. Obst haben wir am meisten gesammelt. Klar, Obst. Ich habe auch meistens gesehen, das war mein Ziel, ganz viel Obst da. Und ich sehe auch ganz viel Obst da. Also das ist, wenn ihr jetzt das Bild anguckt, das war auch Vitamine. Wir haben einen Stern, der Vitamine heißt. 9 Meter groß. Oh, ein schlechtes Omen. Ein gutes Omen. Fortsetzung folgt. Ja! Ein 9 Meter großer... Ist die Frage, wo ist er? Bist du das? Genau. Vitamine 9 Meter groß. Haben wir natürlich jetzt auch einiges wieder an... wo konnte ich denn da? Sammlung konnte ich. Jetzt haben wir nämlich auch die
Wir waren ja beim letzten Mal, als wir geguckt haben, nur bis klein. Und jetzt, guck mal, jetzt sind wir schon bei größer. Da haben wir bei größeren Sachen schon mal eine Wetterstation. Da muss man 3 Meter groß sein, um eine Wetterstation aufzuräumen. Oder hier ein Kleinlaster. Oder eine Kuh. Eine Milchkuh. Die Milch von dieser Kuh trinken viele Menschen gern. Oder hier Sumo-Ringer-Kampf. Er wendet große Kraft auf, um den anderen durch die Luft zu wirbeln. Das entspricht nicht den Regeln. Kann ich nicht zu sagen. Kenne ich mich nicht aus. Kenne mich nicht mit Sumo-Regeln aus. Und normalerweise trägt er Kleidung. Große Klamotten. Das Outfit sieht aber unbequem aus. Geist der Freude. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber sie wirkt sehr glücklich. Junger Turner. Tim Turner. Er pflegt das Gelände und trainiert gleichzeitig seinen Körper. Ah, geiles Motorrad. Alter, das ist ein geiles Motorrad. Das ist cool. Ja, ein Motorrad, bei dem Aussehen und Sound wichtiger sind als Leistung. Also Aussehen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bin ich sofort dabei bei dem Aussehen. Wow, Alter. Das sind aber richtig schicke Motorräder. Praktische Erwägungen haben bei dieser Maschine keine Rolle gespielt. Ups, Alter, warte. Das ist auch hübsch. Mit einer kleinen Katze, seht ihr das? Ist das eine Katze? Sieht aus wie eine Katze oder könnte auch ein Huhn sein, weiß ich nicht. Fast das gleiche. Was macht ihr hier? Doppelhuckepack. Der, der oben ist, hat es leicht. Der, der unten ist, nicht. Ein anmutiges Boot, das sich bewegt, wenn du in die Pedale trittst. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und beim nächsten Mal gucken wir dann... Was haben wir denn als nächstes? Was ist denn, was steht denn als nächstes an? Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Sternbild. Fische war ja, glaube ich, noch. Genau, Fische. Dann haben wir hier noch den Stier und einen neuen Stern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.